Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer neuen Folge von Azure Striker Gunvolt. Wie auch immer. Und in dieser Folge geht es dann tatsächlich mal weiter zu Stratos. Nein, da waren wir ja schon. Dieses Mal geht's zu Calera. Dieser Auftrag ist was für dich, Gunny. Wir wollen ein Datenzentrum ausschalten. Dort lagern medizinische Daten über alle Adepten, an denen experimentiert wurde. Was heißt, dass dort unter Umständen auch Daten über dich und Jolar lagern. Was? Ich werde nicht zulassen, dass sie die Daten über Experimente an uns beiden dazu nutzen, anderen Adepten Schaden zuzufügen. Wann legen wir los? Ich war mir so gut wie sicher, dass du so denken würdest. Let's go. Der Zug des Gegensatzes ist stark und führt ihn ins Herz des Datenraums. Wird er in den Fäusten der falschen Ehre erliegen? Wer weiß. Let's go. Wir haben hier ein kleines Magnetpuzzelchen. Weil hier so ziemlich alles ist magnetisch. Ich mag's. Ist mal ein netter Spin an der ganzen Geschichte. Wo hat mich das getroffen? Oder habe ich gar nicht drauf geachtet? Ach, wie auch immer. Boom. So, du bleibst da. Danke dir. Das Gimmick ist fies. Ich wollte es nur erwähnt haben. Komme ich so hoch? Fuck. Ja. Das ist keine leichte Stage. Ich bin ganz ehrlich. Fail. Lol. Noob. Macht's besser. Ich hasse diese Stage. Zumindest diese Passage. Ha! Habe ich dich? Yo! Hahaha! Ich bin gut! Nicht wirklich. Ich tue nur so, als ob ich gut wäre. So! Checkpoint! Runter mit uns für ein nächstes Medaillchen. Gut, dass du nicht geschossen hast, weil sonst wäre ich in arge Probleme gekommen. Und hopp. Danke. Brauchen wir das. Ich weiß nicht, aber Elise war irgendwie schwerer, als ich sie in Erinnerung hatte in der letzten Folge. Ich hatte ja soweit Stratos, Elise und Calera schon einmal durch, beziehungsweise Viper hatte ich auch schon mal gemacht. Und muss ehrlich gesagt gestehen, mit Elise hatte ich weniger Probleme gehabt beim ersten Mal, wo ich sie gespielt hatte. Sei es drum. Ohne Scheiß, sei es drum. Oh Gott, nicht ihr. Ihr seid so lästig. Ich muss aufpassen, dass man mich nicht schon wieder erwischt. Die Viecher, wie ihr gerade gesehen habt, blocken nämlich meine sämtlichen Schüsse. Yay! Weil sie es können, um mich zu verarschen. Großartig, ne? Miniboss-Zeit! Ich weiß zwar nicht, warum mich das getroffen hat, aber ich kann damit leben. Zack. Danke. Und weiter hoch.
Bumm. Danke. Das war's schon. Genau, die kleine Katze sehen, dass die Tür aufgegangen ist. Und weiter geht's. Yay. Nächster Bereich. Und wir haben das nächste kleine Gimmick hier. Magnetwände. Großartig, nicht? Ha, Magnete. Was könnte der Boss wohl sein? Ha. Könnte er vielleicht was mit Magneten zu tun haben oder mit Magnetismus? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, interessiert es mich jetzt auch gerade nicht. Euch da jetzt irgendwie einen Heal draus zu machen. So, dich. Ah, ich hab's versaut schon wieder. Großartig. Weil hier ist nämlich das nächste Juwel. Oh fuck. Au. Das war dumm. Das ist übrigens das nächste Gimmick. Wie ich Magnet-Stages hasse. Autsch. Ich meine, sie können mir ja irgendwie auch was Schönes geben, wie sowas. Du kannst aber auch sein lassen. Natürlich kommen jetzt hier die Plattformen, unter denen ich laufen muss. Na, logisch. Wäre ja zu einfach sonst, wenn nicht. Na? Geht doch. Und wir haben eine neue Fähigkeit erhalten, die ihr wahrscheinlich nie sehen werdet, weil ich sie nie nutzen werde. Ich wollte es nur erwähnt haben. Oh, fuck. Ey, das lief doch erstaunlich gut. Sagte er und kam in das nächste Puzzle rein, was weniger gut läuft. Weil hier... danke für den Dash! Ich bin kein Freund von dem Dash, aber okay. Au. Ui. Das war zu knapp für meinen Geschmack, aber okay. Aber schön, dass sie das Gimmick, was sie dann ins Spiel reingebracht haben, mehrfach dann tatsächlich auch bringen werden, beziehungsweise mehrfach auch bringen und auch nutzen. Das finde ich gut. Das nenne ich gutes Game Design. Ich nenne vieles gutes Game Design, was nicht gutes Game Design ist, aber... Details! Weil es kann. Und so. Muss ich hier lang? Nein, ich muss hier tatsächlich durch. Natürlich! Macht Sinn! Man soll es mir nicht zweimal machen. Aber ich denke mal, wir können guten Gewissens sagen, auf zum Boss. Kadeda. Ist das? Jo.
Gunvolt wird er gerufen. Ist dem nicht so? Er möge mir Gewissheit. Was? Ich will nicht unnötig sein, aber was willst du von mir? Es ist weder Pflicht, noch ist es Moral, die mich bewegt. Mein einzig Wunsch ist es, zu besitzen, so auch die Ehre, ihn zu vernichten. Schicksal scheint es zu sein, das uns die Pfade kreuzen lässt. Carrera werde ich gerufen. Nö. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was mit der oberen Hälfte passiert. Das scheint irgendwie ein Problem mit der PC-Version zu sein. Beziehungsweise, es war ja auch mal ein Problem dann soweit bei der PC-Version von Mega Man X8. Wer weiß, egal. Er möge beginnen. Dein greller Schein erlischt, ob der Macht der Fäuste des gerechten Magnetismus. No shit, Sherlock. Magnetismus. Carrera! Der... Au! Interessant. Ich spiele gerade nur schlecht, deswegen... Phase 2. Au! What? Doppelt? Das war nicht der Plan. Ich heile mich mal kurz. So, und jetzt wird's lustig. Quasar-Kollaps. Dagegen kann man nichts machen, außer rennen! Kollege? Ich Idiot. Naja, was willst du machen? Nicht wirklich schwer. Also, ich würde spontan sogar sagen, dass Carrera aus dem Roaster der einfachste ist. Von daher, Auftrag abgeschlossen. So, wir sind... Gut bei der Sache, gut bei der Zeit. Und kriegen trotzdem nur einen Rang B. Haben dafür aber wieder mal eine ganze Menge extra Punkte, die ich natürlich auch nutzen werde, in gewohnt typischer Manier. Zack, zack, zack. Ha, das sieht doch gut aus. Und wir haben das Mitsuchi erhalten. Sowie ein Edelstein. Wisst ihr noch, was ich euch bei Stratos erzählt hatte? In Schatten gehüllt, beobachtete eine Gestalt, wie Gunvolt den Ort verlässt. Sie hob von dort, wo der Adept im Kampf gefallen war, einen Splitter auf. Ein weiteres Schritt von einer Glaive, damit sind es drei. Gleben fungieren als eine Art Gefäß. Adepten, die ihre Septimosome in eine Glaive transportieren lassen, erhielten im Gegenzug eine hochrangige Position im Gefüge Sumeragis. Sumeragi erlangte dadurch Kontrolle über die Fähigkeiten der Adepten. Ein Schwert, das nur auf Sumeragis Geheiß gezogen werden kann. Welchen Nutzen kann ein Spielzeug wie dieses schon haben? Ein angeketteter Dämon ist und bleibt ein Dämon. Ein Feind der Menschen. Und es obliegt mir... Anstelle des allmächtigen Gottes,
diese Dämonen zu verbannen. Kreuzritter! Wuhu! Durch menschliche Hand muss ihrem pervertierten Dasein ein Ende bereitet werden. Kreuzritter! Oh, Entschuldigung. Punkt, 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 Punkt. Eines Abends, nachdem Jewel sich bereits schlafen gelegt hatte, erreichte mich ein SOS-Notruf. Er kam von Monika. Gunvolt, kannst du mich hören? Komm schon, antworte. Monika, was gibt's? Weißt du eigentlich, wie spät es ist? Ja, es tut mir leid, es ist sehr dringend. Ein Adept, dem wir auf der Spur sind, ist in deiner Nachbarschaft geflohen. Gino war dem Adepten auf den Fersen, aber wurde von ihm schwer verwundet. Tut mir leid, Gunny. Ich war unvorsichtig. Mann, alles in Ordnung? Gino spielte gern den Komödianten, wenn wir per Funk kommunizierten. Aber seine Fähigkeiten als Söldner waren alles andere als lachhaft. Der Adept, den er erwischt hatte, musste eine ganze Menge drauf haben. Alles klar, ich mach mich auf den Weg. Danke dir. Hey, GV, pass auf dich auf. Die Type ist sehr gefährlich. Verstanden. Und du siehst zu, dass sich jemand um deine Verletzung kümmert. Gehst du nochmal raus? War die Frage Jules, die kaum ihre Augen aufhalten konnte. Ich hatte sie mit meinem Gespräch anscheinend aufgeweckt. Es ist spät, Jules. Du sollst dich wieder hinlegen. Nö. Ich kann jetzt eh nicht mehr schlafen. Aha. Ich bleibe auf, bis du wieder da bist. Sie blickte mich an, als wäre ich der weltgrößter Superheld. Sogar richtig, ja. Na gut, ich versuche mich zu beeilen. Bis gleich. Ich werde für dich singen. Ich finde es erstaunlich, dass wir immer noch nicht gesungen haben, aber auch gut. Ungeachtet davon. Speichern. Da haben wir dann auch den dicken Kalela. Dann Juwel abgeben, weil wir es können. Und ja, sagt immer das Gleiche. Gehen dann mal in den Händler. Vielleicht haben wir irgendwas. Genau. Yes! Sehr schön. Juhu! Doppelsprung! Yay! So, zusätzlich haben wir jetzt von Elise ein neues Item bekommen. Und zwar den Naga-Blick. Das heißt, dass von unserer Naga wir schneller starten. Unwichtig. Das kann ich noch nicht. Das ist dadurch, dass wir es jetzt neu bekommen haben. Luftspurt, who cares? Wenn wir einen zweiten Ring des Sperrings bauen, können wir das Ding machen. Kostet weniger. Sehr geil. Na gut. So, ich speichere dann jetzt nochmal, weil ich es kann. Und sehe euch dann in der nächsten Folge von Azure Striker Gunvolt, wo wir dann... Wie war der Name? Zeno uns mal angucken. Bis dann.